Hey Leute, was geht ab? Ich bin's Martin und wow, ich habe wieder ein paar coole Fragen bekommen und eine davon von Martin. Tolle Frage. Martin hat sich vor ganz langer Zeit, mein Namensvetter, zu sozusagen seinem schwulen Coming-out geoutet. Er hat einfach gespürt, er hat irgendwie eine Affinität zu Männern, das viele Jahre gelebt, hat aber während dieses Prozesses gemerkt, irgendwie ist es gar nicht so richtig der Mann, der ihn antört, sondern mehr diese Männlichkeit. Ich weiß nicht genau, was du damit konkret meinst, Martin, aber ich vermute, es sind bestimmte Eigenschaften, es sind ja Durchsetzungsstärke, das ist Zielbewusstsein, das ist vielleicht auch Souveränität, solche Dinge. Und das kenne ich tatsächlich auch, dass bestimmte Eigenschaften in mir eine unglaubliche sexuelle Lust auflösen. Ja, es gibt einen Begriff dafür im Bereich Intelligenz, das ist Sapiosexualität, wenn ich mich nicht täusche. Das ist einfach die sexuelle Lust an Intelligenz, beziehungsweise an intelligenten Menschen dann daraus. Wie immer mal sei, hast du dich vor einigen Jahren eben plötzlich zu anderen Frauen, zu einer Frau hingezogen gefühlt und möchtest jetzt wissen, so, hey, wie soll ich diesen Sprung machen? Ganz lange, viele, viele, viele Jahre homosexuell, jetzt plötzlich hetero bzw. bisexuell. Ja, wie soll dieser Sprung vonstatten gehen? Und vor allem, wie soll ich das meiner Frau kommunizieren, dass ich vielleicht auch wieder Lust auf einen anderen Mann bekomme? Sau, sau spannende Themen. Super spannendes Thema, wo ich dir auch sage, das ist ein Prozess, das findet nicht von heute auf morgen statt. Umso ehrlicher und authentischer du in den Dialog mit ihr gehst und dabei, und das ist ganz wichtig, im Kontakt mit ihr bleibst. Ja, nicht sagst du, okay, heute will ich ficken. So einfach so bums als Ansage und zwar mit einem Mann. Ja, sondern tatsächlich so, hey, ich habe das Bedürfnis in mir, ich möchte ganz gerne mit einem Mann wieder Sex haben. Und ich habe aber Angst, dass das was bei uns beiden kaputt macht. Ich möchte gern, dass es etwas Bereicherndes ist und nicht etwas Zerstörendes. Wie fühlst du dich? Wie können wir damit umgehen? Verstehst du? Also dem anderen Menschen auch irgendwie den Willen haben, im Kontakt zu bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg. Wenn er erstmal gegangen ist, kann ich dir versprechen, das sind tolle, ganz, boah, Wahnsinn, sind das tolle Beziehungskonstellationen, die sich dadurch herstellen können, ja. Vielleicht erlebt sie auf diesem Weg auch ihr bisexuelles Coming Out. Das passiert nicht selten, sowas. Plötzlich, ja, Dreier, Vierer, und das ist so viel möglich, wenn die Loslösung des eigenen Selbstwertes von der Sexualität des anderen Menschen stattgefunden hat. Das heißt, wenn ich in meiner Partnerschaft es tatsächlich keinen emotionalen Ausschlag, außer in die positive Richtung in mir hervorruft, wenn mein Partner, Partnerin mit einem anderen Menschen Sex hat, dann bin ich verdammt gut unterwegs. Ja, wenn mein Selbstwert darunter nicht leidet, sondern ich immer noch denke, ich bin ein toller Mensch und ich bin total anziehender Mensch und ja, schön, dass der sich so auslebt. Das ist ein Schritt, ich habe darüber schon mal ein anderes Video gemacht, da ging es um Polyamorie, krasses Thema. Ich würde an deiner Stelle, ich weiß jetzt nicht, wie lange du diese Frau schon tatsächlich kennst, ja, du meinst, glaube ich, vor 2 Jahren, ich würde es wahrscheinlich mit meiner homosexuellen Vergangenheit nicht hinterm Berg halten, schon alleine deswegen, weil es Menschen spüren, Menschen nehmen das wahr, die nehmen einfach eine Unstimmigkeit wahr in deinem Verhalten. Das heißt, ich würde einfach von Anfang an sagen, hey, ich hab früher gespürt, ich stehe auf Männer, beziehungsweise ich stehe auf bestimmte Persönlichkeitsanteile. Das ist ja vielleicht nochmal ganz interessant, dahingehend hineinzuleuchten. Was genau turnt dich an? Was verbindest du mit Männlichkeit? Was sind das für Persönlichkeitsanteile? Was sind das für Attribute? Und die findest du sexy. Und damit würde ich den Mut haben, den Schritt gehen, in den Dialog zu gehen. Ja, das mit der Partnerin darüber zu reden. Klar, es kann immer passieren, dass sie darauf findet, dass es ihr zu viel wird, dass es ihr zu unsicher wird, dass ihr da die Festigkeit fehlt. Es kann aber auch sein, dass sie darüber ganz viel über sich, beziehungsweise sie wird ganz viel über sich erfahren. Ja, und wenn sie den Mut hat, dort diesen Weg weitergehen zu wollen, dann wird in relativ rascher Zeit ein ganz neuer Avatar von Mensch erscheinen. Mit ganz neuem Selbstbewusstsein, mit wirklich aus dir herauskommendem Selbstbewusstsein, Selbstliebe und Selbstwert, der sich nicht mehr an äußere Dinge klammert. Krasser Weg. Ich würde es von Anfang an möglichst transparent halten. Ich würde, wie gesagt, zu meinen Bedürfnissen stehen und den Kontakt weiterhin wahren. Ja. Das heißt also, ich sage, was ich gerne haben möchte und bin auch bereit, ab einem gewissen Punkt, man kann sich ganz schnell durch sowas im Kreis drehen. Das weiß ich auch aus Erfahrung. Manchmal ist es notwendig, tatsächlich zu sagen, so, wir reden jetzt nicht mehr drüber, weil es dreht sich nur im Kreis, das ist scheiße, das fühlt sich nicht gut an. Also, wir lassen es zwar, ja, wir reden jetzt mal um ganz normale menschliche Themen, ja. Und tatsächlich ist es auch manchmal so, dass das ist immer gefühlsmäßig abhängig, aber dass sie sagt so, hey, pass auf, mach's einfach.
mach's einfach aus und guck, was passiert. Und manchmal ist dieser Sprung, man kann noch so lange drüber reden, manchmal brauchst du diesen kalten Sprung ins Wasser, dass wenn du dich zu dem Mann zugezogen fühlst und du kommunizierst das und es hat einen enormen Impact in eurer Beziehung, dass du einfach sagst, hey, fuck it, ich mach's einfach, ich fick den jetzt, ganz vulgär gesagt, ich habe jetzt mit dem Sex und dann schauen wir mal, was danach los ist. Und dann stehst du vielleicht vor ihr und sie stellt fest, er ist immer noch der gleiche Mann wie vorher, der guckt mich immer noch total liebevoll an und ist immer noch voll in Big Love mit mir. Es macht so gar keinen Unterschied, dass der jetzt gerade seinen Schlumpi irgendwo anders reingesteckt hat. Im Zweifelsfall sowas. Ja, ich würde damit nicht hinterm Berg halten, weil das macht auf Dauer nicht nur die Beziehung kaputt, sondern das macht vor allem die Beziehung zu dir selber kaputt. Und dich deswegen unglücklich. Geile Frage, Martin. Könnte ich noch ganz viel drüber erzählen. Ich hoffe, ich konnte dir zumindest eine kleine Idee davon geben, wie ich das Ganze sehe. Ich werde jetzt erstmal was essen. In dem Sinne mache ich das Video gleich zu Ende. Zeigt mir mit einem Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal, ist auch immer schön. Wenn ihr selber Fragen habt oder Anregungen habt für Martin, meinen Namensvetter, schreibt sie unten in die Kommentarleiste. Ich lese mir alle durch, ich versuche so zeitnah wie zu antworten und wir sehen uns, wenn ich dann gegessen habe und so, vielleicht beim nächsten Video wieder. Lasst es euch gut gehen. Ciao.